So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und auch dieses Mal gibt es bei den Highlights viele Sachen, die schon hätten der Schocker der Woche sein können, sind sie aber nicht, denn den gibt es immer nur einmalig. Außerdem ist momentan ja dieses Neujahrsevent aktiv. Ihr werdet das vielleicht merken, wenn ihr ein bisschen tradet mit anderen, dass ihr eine erhöhte Chance auf Glücks-Pokémon habt. Und auch bei besten Freunden, wenn die miteinander interagieren, dass die eine erhöhte Chance auf Glücks-Freunde haben, um dann wieder Glücks-Pokémon zu machen. Zu meinem Bedauern bin ich ja immer noch auf Level 47 und erst nächste Woche Montag kann ich auf 48 aufsteigen. Dann brauche ich 50 Glücks-Pokémon. Hätte ich diese Woche natürlich schön nutzen können, nächste Woche ist das Event dann um. Aber egal, mache ich halt wieder Trade-Sessions mit dem Hannes, mit dem Gabriel, mit Thomas, wer auch immer sich meldet. Drei Namen sind schon aufgekommen. Können wir dann mal wieder im Stream so 100 Pokémon hin und her tauschen oder mit jemandem von euch, wenn ihr jemanden Bock habt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer Bock hätte, vielleicht auch mal mit mir einfach eine Session lang 100 Pokémon hin und her zu tauschen. Egal was. Einfach nur random irgendwelchen Trash hin und her tauschen und mal gucken, wer da nächste Woche mitmachen kann. 50 Stück brauche ich ja, wenn in einer Session vielleicht 5 lucky werden, dann brauche ich ja eh 10 Sessions, also 10 Leute, 10 Tage. Wie es genau dann wird, weiß man nicht. Jetzt geht's aber los mit den Highlights der Woche und am Ende natürlich der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Skandal-Para Shiny am Morgen mit einem Shiny Aero Kacksprühl, Shiny Aerodactyl, Krypto aus den Rocket Bossen, haben ja gewechselt, haben jetzt andere Pokémon. Habt ihr auch schon ein Krypto-Shiny? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe immer noch keins. Habe aber schon lange keine Rocket-Rüpel mehr gemacht. Gut, vorgestern erst. Aber egal, das ist schon so ewig her. Auch beim Skandalfahrer dann hier läuft heute Morgen ein Shiny Baldorfisch hinterhergezogen. Robby zeigt uns auch Kryptos, der könnte nämlich einen 100er Kanivania erlösen. Also einen zu einem 100er machen. Da stellt sich mir jedes Mal die Frage, ist es sinnvoller, Krypto-Pokémon mit relativ guten IV zu sammeln, selbst wenn die 100er werden würden, oder einfach alles erlösen, um dann 100er Erlöste zu haben. Ich meine, normal könnt ihr ja Kanivania ja auch wild als 100er fangen. Aber Krypto gibt's eben nur von den Rüpeln oder eben den Bossen. Also muss man alles erlösen? Macht man was mit einem 100er Kanivania? Oder wäre ein Krypto-Kanivania sinnvoller mit relativ guten IV? Schreibt da auch mal eure Meinung in die Kommentare. Dann nochmal beim Skandalparat, der schlimmste Anblick nach dem 5er Raid. Wir haben alle schon gedacht, ihm ist ein Shiny geflohen. Irgendwie so ein Shiny legendärer Raid-Boss. Hä, wie wirfst du denn, dass alle Bälle daneben gehen, dass der nicht drin bleibt, weil hier überall so gefunkelt ist. War aber kein Shiny, war ein normaler Raid-Boss. Hat uns aber alle sehr verwundert. Dann Heiko hier mit einem 100er Skorkler, Heiko ebenfalls mit einem Shiny Petsneef, der Rotzbär darf in keiner Sendung fehlen. Thorsten hier mit einem Shiny Damierplex, nochmal mit Glöckchen drum, oder den eigentlich ausgegraben, gab's den jetzt? Oder ist das ein altes Bild? Andreas hier mit einem Shiny Raikou Wetterboost, habe ich auch mal reingepackt. Ihr werdet nachher noch ein paar andere Raikus sehen, ich habe aber nicht jedes Shiny reingepackt. Der Lord Ratter, hast du den auch bekommen? Wolltest den ja unbedingt. Da will mich einer provozieren, guckt. Natürlich habe ich den bekommen, aber nicht aus dem Raid. Ich habe etliche Raids gemacht, aber ich habe ja den Glückstrade auch gemacht mit meinem zweiten Account. Habe ein 100 Wetter geboostetes Lucky Raikou bekommen. Wer das gesehen hat, habe ich glaube ich sogar in der letzten Raider Mittwoch Folge mit eingebaut. Habe ich zwischendurch ein bisschen hochgezogen, hat auch Spukball bekommen. Ich glaube der Benny hat gerade geschrieben. Und ich glaube der Adi ist gerade reingekommen. Adi? Sieht man das? Da hinten das? Das ist der Adi eigentlich, wenn ich weggehe. Adi? Adi hat gerade nämlich Mittag gegessen, ist jetzt reingekommen. Dann geht es aber weiter, auch beim Dennis mit dem Shiny Rotzbär plus einem Shiny Krypto Tane. Auch natürlich sehr cooles Pokémon, auch als Shiny cool, als Krypto stark. Was will man mehr? Fabian hier, das fand ich auch ultra krass. Fabian hat gerade mal 38 Raikou gefangen, was in Relation ziemlich wenig ist, ne? Hat aber dafür 300%ige bekommen und
4 Shinies. Also, wenn das mal keine gute Ausbeute ist. Ihr wisst, Raikou war ja schon mal da, hat auch seinen Raid-Tag gehabt, alles. Trotzdem, wer neu ist und jetzt erstmal eine Woche gezockt hat und dann in einer Woche vielleicht 300%ige bekommen, davon träumen andere. Andere haben schon 250 auf dem Tacho stehen und haben immer noch keinen 100er. Er hat einfach 300%ige und 4 Shinies bei der kleinen Menge Raikou-Raids, die er gemacht hat. Das ist doch eigentlich schon der Schocker der Woche. Ist es aber nicht, denn Christoph hat uns hier noch ein 100er Seemobs geschickt. Ebenfalls 2 Shiny Slimers, einmal das normale, einmal das Alola. Hat uns auch gezeigt, hat er jetzt auch voll. Fehlen trotzdem noch die 2 Weiterentwicklungen für die Familien. Ich weiß nicht, ob er Familie sammelt. Er hat ja auch nur Slime und Schillern eingegeben. Obwohl, gut, dann hätte Slime Mock ja auch dabei gestanden. Vorbelastet, die Rocket Stops haben sich gelohnt heute. Hat sich auch wieder 2 100er erlöst. Nee, ein 98er Stolra. Das ist ja Mist. Wieso habe ich das denn überhaupt mit reingenommen? Und ein 100er Dickter erlöst. Ist das sinnvoll? Würde man einen 100er Dickter auch erlösen oder würde man das als Krypto-Pokémon lassen, wenn man 100er Dickters auch so fangen kann? Das ist die Frage des Tages. Was lohnt sich wirklich zu erlösen? Was lohnt sich zu behalten? Skandalpara hier, 100er Teddy Ursa. Dann Skandalpara läuft heute Morgen, 100% Krypto schuppet. Da brauchst du nicht fragen, musst du das erlösen, behalten oder erlösen. 100% Krypto, brutaler geht's nicht mehr, ja. Ansonsten haben wir nachher noch den anderen Fall, dass man den 100er erlösen kann. Wo ich, glaube ich, auch dazu geraten habe, ich weiß es nicht. Das seht ihr dann, das ist aber auch nicht der Schocker der Woche. Skandalpara, oh je, wie wird der Tag heute wohl enden, ne? Also bei ihm geht es immer richtig ab, bei den Rocket Rüpeln. Jetzt auch hier Shiny Kanivanya, Jojo hier mit dem 100% Lavita, Taubsi, neues Digger, da freut man sich doch, auf jeden Fall. Ebenfalls Taubsi mit einem Shiny Tarnel Krypto, 187, ihr wisst Bescheid. Da Gro hat mir ein Bild geschickt, der hat mir geschrieben, oh mein Gott, ich bin umzingelt. Dann wenn ihr mal hinguckt, oben ist ein Rocket Rüpel. Unten ist ein Rocket-Rüpel auf jeder Seite und noch ein Rocket-Ballon in der Mitte oben drüber. Also egal, was er machen will, er hat eigentlich keine Chance. Hat aber selbst auch dunkle Klamotten. Vielleicht dachten sie, es ist einer von ihnen. Wollten nur Hallo sagen, also halb so schlimm. Sellimaus hier mit einem shiny Pfiffchen. Bobserob, völlig zugekifft, der Bursche. Auch hier mit einem Krypto-Anorit. Habe ich bisher, glaube ich, 1 erst. Brauche ich natürlich auch 2, auch für die Weiterentwicklung. Habt ihr schon einen Krypto-Anorit jetzt bekommen aus den Rocket Stops? Elke, Shiny Gramurks, Krypto-Zubat, was ich zu einem 100er erlösen kann. Ich muss immer, ich das immer sagen, kann sich ein 100er Zubat erlösen? Hat ein 89%iges Raikou Shiny. Zeigt uns hier, wie das Pikachu-Chilla aussieht, wenn es eine... Wenn es eine Schraube im Kopf hat, also eine Mutter, eine Kreuzung aus Pikachu-Chilla und Meltan, okay, hat ein Shiny Bronzel, hat ein 0% Krypto Felino, also das, wenn man das erlöst, müsste das ja gleichmäßig 2-2-2 haben. 0% Kryptos sind die jetzt dann auch seltener als 100% Kryptos. Normal sagt man ja, Nuller sind seltener als 100er. Zählt das bei den Kryptos aber auch die Regel oder ist das wieder anders? Dann könnte sie sich ein 100% Despota erlösen. Soll sie aber bestimmt so lassen, weil es ja so stärker ist. Weil man eben das 100er auch in der Wildnis. Man kann es fangen, man kann es brüten, man kann es raiden, man kann es sonst was, keine Ahnung. Aber das 93er Krypto ist auf jeden Fall schon eine feine Sache. Auch hier Nasknet, obwohl bei Nasknet würde ich sogar sagen, wenn sie kein 100er in der Sammlung hat, dann löst es halt einfach, dann hast du ein 100er Nasknet, weil mit Nasknet sehe ich nicht, dass man da überhaupt irgendwas macht oder das für irgendwas braucht. 100% Kogowai hat sie auch noch, sehr schön. Dann noch ein Macholo, was sie zu einem 100er lösen kann. Ne, es ist jetzt wieder der Skandalpara, da hat es gewechselt. Auch Skandalpara, ein 100er, was er erlösen könnte. Da habe ich aber gleich gesagt, lass das so, wie es ist, denn Mahoma ist ja wieder ein Pokémon mit Einsatzgebiet. Was man also hochziehen könnte als Krypto-Mahomai und damit natürlich mächtig Schaden austeilen, das würde ich nicht erlösen. Außerdem gab es ja auch den C-Day, gab es sonst was. 100er kriegt man eigentlich immer mal noch schneller her als eins mit sehr guten IV. Wenn er dann mal ein besseres bekommt, was vielleicht 14 hat, dann kann er das 13, 13, 13er ja
immer noch erlösen, hat dann ein 100er und hat immer noch ein besseres Krypto. Oder er baut sich eine 6er Krypto-Armee auf, das kann auch sein. Dann Christoph hier wieder mit einem Shiny Flecknoil, habe ich auch viele bekommen dieses Mal. Inspector 0815, 100% Krypto Bisa Floor, das müsste der Schocker der Woche sein. Ist es aber nicht, ne? Denn wir haben hier von Dodge City, so schön, statt 187196, wieder ein Krypto Shiny Tunnel. Dann ebenfalls Dodge City, das Groudon der Superliga, hier ein Krempel mit 100% und Bier. Bierbau bzw. Bierglas auf dem Bauch drauf, wenn ihr das seht. Celal hat uns gezeigt, der hat schon mal Team Rot gewählt, nicht Team, die rote Edition gewählt. Wer hat alles die rote gewählt? Schreibt es mal unten rein. Wer wählt die grüne? Schreibt es unten rein. Ich werde die grüne wählen. Habe ich aber immer noch nicht gemacht. Dann haben wir hier einen Arbok mit 0,06 Kilogramm. Also Arbok, federleicht. Könnt ihr als Drachen nehmen und in die Luft steigen lassen. Oder hier ein Moltres, also ein Lavados, eine brennende Ente. Seit wann ist Lavados eine Ente? Egal. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Moltres, ne, mit 666 WP. Einfach so a burning duck. Dennis Weigel auch, okay, 100% Kramurks. Jojo, danke Bild für die 1A-Zensierung. Als kleinen Gag, nimmt man mal mit rein. Guckt nicht in den Spiegel, ne, ihr werdet Albträume bekommen. Was Feines aus der Feldforschung, bei der Heike hier auch Shiny Skorgler. Dann Skandalpara hat sein Ho-Oh abgeholt. Mit Erdbeben ist das sicherlich das als Shiny. Also manche haben das Shiny bekommen, manche nicht. Skandalpara nochmal, läuft aber auch heute mit dem Shiny Suicune. Dann Skandalpara nochmal 100er Roselia plus Shiny Roselia im Schnee, ganz schön. Die ganzen Shiny Roselias, die mir geschickt wurden, habe ich eigentlich auch alle rausgelassen, weil am Sea Day sind die ja in dem Sinne jetzt nichts so Besonderes. Das fand ich aber schön, das Bild mit der Schneelandschaft, deswegen habe ich das mit rein. Deveris hier, Shiny Hunduster, Heike nochmal Shiny Roserade und 100% Roselia, war ein Doppelbild, deswegen da auch Shiny mit bei. Vorbelastet, neues Shiny hier, ein Shiny Goldini, Horst of Death, na, was machen die denn da? Egal was sie machen, Hauptsache Molly Morba guckt zu. Oder hat das die Augen zu? Wir sehen es nicht, aber es ist auf jeden Fall in die richtige Richtung gestreckt. Der Trainer läuft auch schon ganz erschrocken weiter. Also wir blättern auch schnell weiter. Stefan Landa hier, Halbzeit, hat seine 1000 Rocket-Rübel besiegt. Braucht aber 2000, muss also nochmal 1000 machen. Nochmal Stefan Landei, heute schon draußen gewesen. Für den einen Wintertag im Jahr lohnt es sich gar nicht, die Kleidung zu wechseln. Und ein Bild vom Ramses wieder mal beim Einkaufen, sehr schön. Vorbelastet, dann Abend ausklingen lassen, hat auch schon wieder Videos bei mir laufen, von mir laufen. Bei ihm zu Hause sieht es halt einfach aus wie bei Monte im Gamingzimmer, ne? Finde ich auch sehr cool. RWE Brein hier hat sich ein 100er Tarnel erlöst. Und da sind wir wieder beim Thema. 100er Tarnel kannst du theoretisch so oft bekommen und auf so vielen Wegen, aber ein richtig gutes Krypto-Tarnel mit richtig guten IV, was dann definitiv auch stärker ist, hätte man sicherlich so lassen können, sollen, müssen? Das ist die Frage. Was hättet ihr gemacht? Erlöst, nicht erlöst? Sammelt ihr lieber 100er? Oder wollt ihr lieber sehen, dass ihr starke Krypto-Pokémon bekommt, die einfach mächtig teuer sind, die ihr extrem weit hochziehen müsst, die immer ein niedriges Level haben? Also das muss jeder selber wissen. Ich bin bisher auch noch nicht auf den Krypto-Zug so aufgesprungen, habe ja deswegen damals auch mein Krypto-Lavados erlöst, weil das dann ein 100er geworden ist und mir es wichtiger war, 100% legendäre Pokémon zu sammeln. Herr Benny hasst mich heute noch dafür, weil er sagt, Junge, Lavados, Feuerangreifer, musst du hochziehen, fettes Teil, aber ich sage immer, Feuer brauche ich nicht. Also ist es ein 100er geworden bei mir, er hat es auch so gemacht. Dann Julchen hier nach 50 Bossen ohne Shady, einfach das Slim Shady als Shiny Kanivania Krypto mitgenommen bei Julchen. Brian auch noch hier mit seinem Miltank, ne? Der hat mal wieder mehr Glück als Verstand, das war das 13. Miltank, was er gefangen hat, Shiny. Und ich habe 2400 gebraucht, bis da das Shiny kam. Bobserob kam gerade aus dem letzten iPhone C-Day, noch ein Shiny Knospi, hinterhergebrüdelt. Heike nochmal, Shiny Flecknoil und Shiny Medity. Brian, der löst halt wahrscheinlich immer einfach alles, was da ist. Bei einem Golbert ist natürlich jetzt auch wieder die Frage. Erlöst man ein Golbert zu einem 100er, damit es ein 100er ist?
Oder lässt man ein Golbat mit guten IV als Krypto? Braucht man ein Golbat überhaupt? Egal ob als Krypto oder als Hunderter. Vielleicht wäre das für eine Sammlung dann wieder sinnvoller, das Tarnel aber als Krypto sinnvoller. Oder habt ihr schon mal mit einem... Was macht man mit dem Golbat? Ich weiß es nicht. Vielleicht nimmt man es auch mit Spukball für GBL oder irgendwas als Krypto, dann also stärker. Das dürfte doch aber auch nicht viel aushalten. Also da bin ich wieder überfragt. Da frage ich euch, meine lieben Freunde, die da draußen sitzen und Ahnung haben von GBL und Kryptos. Inspektor hier, Inspektor Gadget mit einem Shiny Voltoball, Inspektor auch mit einem Shiny Tauros. Gibt es ja momentan die Aufgaben, die ihr abarbeiten könnt vom Neujahrs-Event, chinesischen Neujahrs-Event, wo ihr eben auch Tauros zweimal bekommt und zweimal Miltank aus der Forschung. Bei ihm ist es also ein Shiny geworden. Wokwos King hier mit einem Shiny Lampi, Extreme, das ging fix, auch Shiny Miltank, Bobserob Shiny Miltank hinterher, 95 WP. Ich muss sagen, ich hatte eben die Aufgabe, ich soll 12 Power-Ups bei einem Pokémon durchführen. Ich habe meinen 900er Miltank genommen, Shiny, und habe da einfach 12 Power-Ups draufgeknallt, dass das jetzt bei 1496 ist. Einfach nur, weil Miltank so ein fettes Teil ist, das hat auch fette WP verdient. Und wenn ich keinen 2000er Shiny habe, nehme ich mir einfach das 900er, push das immer mal ein bisschen, dass es mindestens auch die 2000 erreicht. Ist sinnlos, Staub ausgeben und Bonbons ausgeben, aber kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich möchte ein richtig fettes 2000er Shiny Miltank auf der Hand haben. Und immer wenn eine Aufgabe jetzt kommt, werde ich bei Miltank da ein paar Pushs reingeben. Jetzt könnte ich es für die Superliga nutzen, da ich die aber nicht spiele und die momentan auch nicht da ist. Hat es bestimmt dann irgendwann schon die 2.5 erreicht oder irgendwas und dann ist es auch erledigt. Black Scarwolf weint, denn bei ihm ist ein Shiny Miltank einfach geflüchtet. War das jetzt mit dem Ball und hat das nachträglich gesehen, also Pokéball oder sonst was oder Gotcha, oder hat er das per Hand und dann ist das alles abgehauen, weil das davor ist ja auch geflüchtet, das ist geflüchtet, das gefangen. Und in diesem Minutentakt, wie das hier steht, denke ich mal wirklich, er hat das mit dem Klicker laufen lassen. Marco, also Nebels hier mit einem 100er Froxy mitgenommen, auch sehr cool. Joel hier mit einem Shiny Miltank und einem Shiny Zubat in der Schneelandschaft, sehr schönes Bild. Too Sweet For You, Shiny, ach Shiny, doch Shiny, wir machen so rum. Shiny, Latios, Shiny Ho-Oh mit Erdbeben und 100% Visor. Erster Raid, Latios bei RCS, ist direkt also auch Shiny gewesen. Dodge City, zwar nicht die blaue Kuh, aber auch schön. Was ist das überhaupt? Eine Katze? Sie hat auf jeden Fall so einen komischen Katzenmund. Oder ein Bär? Oder eine Schnecke? Ich weiß es nicht, schreibt es mir rein. Dennis, da ist einmal der Ramses dabei und schon kommt das Shiny, nochmal Shiny Suicune mitgenommen. Genauso wie schmeckt die blaue Kuh, auch mitgenommen. Und auch die mit 1600 ist natürlich höher als meine, da will ich auch noch hinkommen. Heiko hier, Shiny Schnäppke, Baldorfisch und Shiny Panzer Aeron, alles mitgenommen. Shiny Gyarados, wild. Ihr wisst, Gyarados spawnt momentan wild vermehrt. Kann auch Shiny sein, wild. War ja schon mal, war nochmal, jetzt auch wieder. Nutzt eure Chance, guckt mal, ob ihr ein paar Shiny Gyarados noch bekommt. Kollege mich auch angeschrieben die ganze Zeit. Ah, bitte Ramses, kannst du mir nicht einen Gyarados traden? Mein Kollege hat meins abgezogen. Der hat sich das einfach rübergetauscht. Gesagt, er muss damit eine Arena platt machen, dann gibt er es mir wieder. Da wusste ich nicht, dass man das nicht zurücktauschen kann. Kannst du mir bitte ein Gyarados geben? Antwort, fang's dir doch selber, direkt als Shiny. Außerdem am Donnerstag Mega Gyarados Raids für Zuschauer. Könnt ihr auch noch gleich Mega Energie sammeln und eins mit guten IV bekommen. Und trotzdem und hin und her und alles mäßige. Und wenn ihr das dann fangt, denkt dran, Entwicklung 20 Bonbons hinterher. Heigo ebenfalls, 100er Pandimos, Selal. Der Hund wird vermisst? Ha, 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 tut mir echt leid. Nein, ernsthaft? Ich bin sehr, sehr traurig. Ha. Diese dreckigen Katzen, ich sag's euch. Hallo, Adi. Wo ist der eigentlich? Ich glaube, der sitzt. Der sucht gerade den Hund, alles klar. Ebenfalls der 100er Roselia und 100er Glücksroselia oder wie Pavlos sagt, Rosalia. Finde ich auch. Guckt mal rein, Rosalia, wer kennt's nicht? Dann Selal, auch noch hier wildes Stolos. Sieht man auf jeden Fall auch sehr selten. Jasmin, auch mal wieder was. Ein 100% Krabi. Heute habe ich auch gesehen, einer gefragt: Hä, ist Krabi gut? Hat eins mit 1000 noch was gehabt? Und alle so: Nein. Ich sag so: Ja.
Je höher das ist von den WP, egal wie die IV sind, entwickelt das ruhig mal, kostet doch nur 50 Bonbons. Und ein Kingler mit Krabhammer ist auf jeden Fall ein besserer Wasserangreifer als Kyogre. Man glaubt es kaum, ist aber so, das haut ordentlich rein. Also nehmt ruhig mal das höchste Krabbi, was ihr habt, entwickelt das, gebt dem Krabhammer und dann haut drauf. Wenn ihr ein Pokémon habt mit Wasserschwäche, knallt ordentlich rein. Christoph wichert hier nochmal 100%, wohin genau? Erlöst es Teddy Ursa. Kann man machen. Und dann Shiny Bronzel, Pionskora und Smogon nimmt man natürlich mit. Leon hier, Shiny Flecknoil. Leon hier, ist wieder ein anderer. Leon R und Leon P. Fragt natürlich oder hat gefragt, ob er das erlösen soll. Was ist bei Schuppelt? Was sagt ihr da dazu? Erlösen, nicht erlösen, ist ein 96er. Braucht man das als Krypto? War nett. Meiner Meinung nach nicht wirklich. Könnte er also erlösen, weil er gesagt hat, ihm fehlt noch das 100er davon. Dann könnte er es ja erlösen. Weil als Krypto macht das, glaube ich, trotzdem nichts. Jennifer, danke nochmal. Bedankt sich hier für die Raids. Hat einen Suicune bekommen. Hat einen 100% Despotar bekommen mit 21,91. Was geht da ab? Hat einen Cursilla-Shiny gebrütet. Flexmann. 100% Krypto, wo ihn genau? Der nächste Schocker oder was? Ivanovic, schöne Grüße aus Bocholt hier. Shiny Suicune auch in der Wiese, schöner Anblick. Beim Hannes ist einfach nix. Sehr schön. Bubble Beast, ein wildes FM plus Shiny Baldorfisch. Und dann hat er einfach mal das Bild vom Adi geklaut und bei sich als Profilbild gemacht, weil er so süß findet. Sarina, den Rest von 100% hat leider mein Goldfisch gefressen. 0% Shiny, auch mitgenommen. André, Ramses, das war der erste Raid. Komme ich damit in den Raider Mittwoch-Folge? Gruß André, Gruß zurück. Hier ist er also drin mit 16,47. Julian, die letzten drei Shinies aus dem Raid waren relativ gut. Ihr seht, ein 98%iges Shiny, Suicune. Ein 96%iges Shiny, Raikou. Und ein 98%iges Shiny, Entei. Wenn er das und das gemaxt hat, müsste das Suicune ja eigentlich auch maxen und jedes Mal als Shiny, also eine coole Sache, gibt sich nicht mehr, weniger, alles Glückwunsch auf jeden Fall. Burkhard könnte ein 100er Nidoran machen. Oh, was macht? Keine Ahnung. Burkhard, Shiny Zubat auf jeden Fall. Burkhard könnte ein 100er wohin genau machen. Lässt man so? Ich weiß es nicht, ich bin überfragt. Markus, Cheffe 24. Shiny Baldorfisch, Shiny Wingull, 100% Alola Dick da gebrütet, Elke, 100% Rosarade, ja, mit 2,4 für die Hyperliga. Da Gro mit einem Krypto Shiny Kanivanya, 100er Voldoball, 100er Baldorfisch, 100er Krypto Golbat, also. Das kann man ja ruhig mal so nehmen, ne? Und gucken, was das kann. Außerdem noch 100er Floink, 100er Grabbit, aber diesmal beim Hannes. So wie beim Hannes, das 100% gemaxte, hoffe ich. Hundemon, mega Hundemon, auf 4448. 100er, da muss man mal gucken, ob das erlöst ist oder nicht oder sonst was. 100er Smogmog, 100er Unra Tytox, eben noch Hannes, ne? 100er Slimog. Ein Shiny Krypto Kanivanya zum Shiny Krypto Tohaido entwickelt und wenn es erlöst, wird es ein 100er. Da würde ich auf jeden Fall sagen, guck dir die Shiny Farbe an, guck dir den Hintergrund an, guck dir das Krypto an. Das würde ich niemals erlösen. Generell Krypto Shinies nicht erlösen. Ihr könnt ein Shiny Kanivanya jederzeit bekommen. Aber ein Krypto-Shiny, das ist immer nur eine bestimmte Zeit, dann wechselt das. Auch wenn es ein 100er wird, scheiß auf die IV, egal, nein, es hat schon so gute IV. 100% Tohaido ist nix als Shiny. Ah, 100er Shiny ist ja gut, das wollen auch wieder die meisten fragen. Ich würde es aber auf jeden Fall so lassen, denn ich finde der Hintergrund und das Krypto und die Farbe von dem Shiny, das passt so gut zusammen. Aber viele kommen jetzt in Versuchung, die würden das wieder direkt erlösen und sagen, ja, yeah, 100er Shiny, guck mal. Und wissen nicht, warum sie dann alle hassen. Ne? Dann noch hier Shiny in den Kader mitgenommen. Plus Skungapoo, was er auch zu einem 100er machen könnte. 100% Frostetje, Shiny Bronze, Shiny Shinux.
Benjamin zeigt uns in der Superliga, also er hat mit Superliga Pokémon ein Despota Solo gemeistert. Hier ist seine Armee, die er hatte. Da ist auch Bisaflor dabei und Logok und lauter Machomai. Auch Krypto Machomai. 11 Sekunden waren übrig, dann war das Ding tot. Hat er natürlich ein schlechtes bekommen. Hat er auch Solo Superliga genannt. Thomas sagt ja auch, er war froh, dass die Bosse endlich gewechselt haben und andere Pokémon hatten. Er hat nämlich jetzt schon 300%ige Arcani, 2 Erlöste, also ein Vulcano, ein Arcani und ein 100% Krypto-Arcani direkt so auf der Hand. Julchen hier auch, Shiny Knospi, habe ich letztens einfach so auf dem dritten Account gebrütet, Abenteuer Sing-Eye mit einem Shiny Riolu. Julchens Glückstauschmarathon am Samstag, Lugia, ihr seht, die sammelt die Lucky Shinies, was ich so zutiefst verurteile, aber soll ja jeder machen, wie er möchte. Samstag Shiny Lugia, Sonntag Shiny Abonitas, Montag Shiny Taubsi, Dienstag FM, aber auch Shiny Krabby, ne? Hat sie alles durchgerotzt. Dragonite hier, auch Shiny Miltank 1 und Nummer 2, kurz hintereinander. Not Your Girlfriend hier, danke Trade Station, 100% Glücksknackrack bekommen. Das auch sehr cool. Crazy O hatte auch eine kleine Ausbeute. Haben wir auch mal mit reingenommen, weil es Crazy O ist. Shiny Roselia, habe ich gar nicht vorgelesen. Shiny Rosalia, müssen wir ja sagen. Sören, spanischer Straßenkater. Ist nichts Besonderes, aber trotzdem die Beschreibung spanischer Straßenkater. Fand ich gut, habe ich mit reingenommen. Breni Stendal zeigt uns hier noch, er könnte ein 100er Kanivandia erlösen. Er hat einen Berechtigungsschein für einen Kasten Bier zur Abholung in einem Getränkemarkt, Eigenbeteiligung, Leergutpfand. Kennt ihr das auch? Die Berechtigungsscheine sind jetzt rausgegangen von der Bundesregierung, wo ihr euch eigentlich Gratismasken holen könnt, aber er hat halt einen für Bier bekommen. Voll auf die 12 bei Blitzer, ebenfalls noch beim Breni Stendal, seht ihr hier das Blitzer, volle Glocke auf die Zwiebel und Wintereinbruch. Lasst das mal über euch gehen, auf euch einwirken. Jetzt bin ich fertig mit der Welt und wir haben natürlich noch den Schocker der Woche für euch. Irgendwie hat sich's heute mega lang gezogen. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Dominik, also Ovale95. Erstes 100er Krypto, ist aber auch langsam mal Zeit geworden. Der hat nach 5.959 Rocket, Rüpeln und Bossen sein erstes 100% Krypto bekommen als Shiny. Guckt euch das an. Hier hast du direkt deinen Schocker. Zack, sehr selbstbewusst, wie er einfach sagt, das reißt alles ab. Und wir haben viele 100% Kryptos gehabt. Wir haben viele Krypto-Shinies gehabt, aber das zweite Mal überhaupt in der Geschichte von Raider Mittwoch, dass wir ein 100% Shiny-Krypto-Pokémon haben. Und da muss man auch nicht mehr dazu sagen. Sorry, wenn die Sendung heute schon wieder sich so gezogen hat, etwas länger war. Viele sagen, ja, wenn das ganz zu lang ist, ist das auch nicht mehr cool. Deswegen sind wir jetzt raus. Lasst es auf euch wirken. 100% Shiny-Krypto-Kanivania. Demnächst wird es wieder kürzer. Ich muss einfach noch mehr Bilder rauslöschen und noch strenger aussortieren. Oder ihr sagt, lass das so, war doch cool. Ich weiß es nicht, mein Kopf explodiert. 100% Shiny Krypto Kanivania. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend in der Raid-Stunde mit Latios und Latias. Ihr dürft mich wieder fleißig einladen. Guck, wie blass mein Gesicht jetzt geworden ist. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.